zu B3. Ah ja, okay, das ist in der Wirtschaft. Mama, hast du den schon Salat mitgebracht? Wir brauchen eine Klasse, glaube ich, ne? Maria? Wo seid ihr jetzt drauf? Ja. In der Wirtschaft. Das war Ziffer 2. Ja, 3. Und wie läuft's so? Momentan noch ein Euro, aber es wird schon lang. Also alle bestehen mit 3? Ja, aber ich brauche noch Salat. Jetzt geht's da weiter. Immer nach der Reihe. Jetzt kommt der halbe Reh, weil sonst fliegen wir nicht mehr durch. Ein halber Reh. Am Kirchweihsonntag haben Margit und Hans-Günther Fischhaber, seine Mutter Luise, die Töchter Anna und Barbara und Verwandte und Freundinnen alle Hände voll zu tun. Am Kirchweihfreitag ziehen die Kirchweihburschen mit dem Baum durch den Markt Rosthal in der Nähe von Fürth. Voraus gehen der Wirt, der Bürgermeister und der Kirchweihburschenvorstand. An der Felsenstraße, wo es zum Ortskern hinaufgeht, wird es steil und eng. Aufgestellt wird der Kirchweihbaum am Marktplatz zwischen dem Weißen Lamm und dem Rathaus. 60 Kirchweihburschen, junge und alte, richten den Baum auf. Ganz Rosthal ist zusammengekommen, auch viele, die nicht mehr hier wohnen. Ab dieser Jahr zurück. Norweg. Norweg zurück. Ab Norweg zurück. Gut. Halt noch mal. Der Baum steht, das weiße Lamm ist voll und Hans-Günther Fischhaber geht sofort in die Küche. Heute gibt's Bratwürst. Über 1000 werden an diesem Tag gegessen. Aber vorher wird der Wirt noch singen. Und weil natürlich der Bürgermeister heuer das letzte Mal dran ist, mache ich heute noch ein paar Singer. Also gut. Obacht geben, es geht los. Die Becken, die Backen und die Mühe, die Mohn. Und die Gmade macht Schulden und wir müssen zahlen. Holerarium, holerarium, holerarium. In Wolf. A rote Gesicht recht schön, doch quäle ich auch das Haar. Holerarium, holerarium. Der flattert fein, wenn's gescheit pressiert, die schwarzen Hähne. Federarium, kennst du aus? Kirchweih-Samstag. Hans-Günther Fischhaber und Norbert Gugel, der auch Metzger ist, machen neue Würst. Und wie geht's euch heute? Ja, wir sind heute so geht, wenn wir bloß 2 Stunden schlafen. Es war schon besser, aber schlechter war es auch schon. Und wie viel Würst macht ihr jetzt? Das machen wir heute mal 1800. 1800. Ja. Und die gingen jetzt alle weg dann? Ja, hoffen wir. Darum machen wir es ja. Das geht nicht bloß um Verkaufen, wir müssen ja machen und brauchen. Ne? Das haben sie auch gesehen, wie das geht, was da für Chaos ist. Die sind wirklich schädig und gehen zu 100 vor abschälen. Wo habt ihr die her? Die kommen von Unterfambach, die Kartoffel. Das ist also kein Kartoffelsalat aus dem Eimer. Das ist ein ganz frisch gemachter. Früher hat sich bloß an die großen Feier, die ich mir selber geschlacht habe, an der Karawa.
Oder vielleicht, wenn einmal eine Konfirmation oder Hochzeit war, ansonsten nach der Kapellrasch gehen wir sie halbe. Das war ganz was Besonderes. Ja, haben sich die Leute auch darauf gefreut. Heute freut sich keiner mehr, weil man sie jeden Tag holen kann. Eigentlich auch schon heute, oder? Ja, mit allen so. Zwischen dem Wurstmachen holt der Wirt noch die Pflastersteine aus seiner Scheune, damit die Burschen den Platz um den Kirchweihbaum wieder zupflastern können, und hilft seiner Mutter beim Kochen. Und habt ihr in der Küche feste Aufgabenverteilung? Jeder macht das, was er am besten kann. Aber ihr wisst schon genau, wie er was macht. Dann. Ja, eigentlich schon. Ist er eingespielt? Eigentlich schon. Wir haben ja schon. Da habe ich die Mutter und ich ja bald 40 Jahre zusammen, also da kennen wir sicher. Der Probe war einfach der Feuerwehr. Und was musst du jetzt machen? Na, wenn jetzt die Kapprobe erlaubt wäre, müsste jetzt ins Feuerwehrhaus. Ach so. Jetzt muss ich nicht an den Niederbogen ausschalten. Da sind alle Samstag, ist der Probe erlaubt. Hey, da kommt da ein Jawoll. Schnapp da an, aber komm. Margit und Anna Fischhaber bringen das Festzelt wieder in Ordnung. Und hast du auch so wenig geschlafen? Ja, nicht so viel. Aber das geht schon an der Kerbe. Und wie lange ist es lange? Halb fünf war ich ungefähr da. Aber die anderen haben ja noch länger gemacht. Und Anna, was machst du? Studierst du? Nee, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Auf der, auf der Gemeinde? Oder wo? Nee, im Jobcenter. Und das Wirtshaus? Machst du das mal? Schauen wir mal. Hab noch ein wenig Zeit. Die sind noch jung. Ja. Machst du immerhin schon mal nebenbei Hauswirtschaft schon? Ja, genau. Neben der Arbeit halt. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Und wo ist Ihr Sohn? Der Sohn sitzt seit einem Jahr in Paraguay. Er macht ein freiwilliges Soziales Jahr. Ja, die jungen Leute wollen die Welt sehen. Das ist so. So. Probieren. Ob es was wird. So. Gern es doch immer probieren. Bitte? Gern es immer probieren. Obwohl ich es schon 100-mal, 1000-mal gemacht habe. Ja, muss man. Man bringt dann mal, wenn mehr ist, ich nahe oder Salz. Ist halt so. Und was ist da drin? Rehbraten. Ist das für morgen? Das ist für morgen, ja. Mach mal den Duft der Kuh, weil sonst kann man nicht schneiden. Ist also. Und wo habt ihr das Fleisch her? Im Pulfambacher Schlachthof. Ganz sehr welche. Frisches Fleisch. Der Unterschied ist halt der, dass es regional ist. Denn die großen Betriebe, die fahren sehr hunderte von Kilometern. Ah, da weiß man nicht genau, wo es herkommt. Das ist nicht genau. Von der Umgebung. Da weiß man nicht, ob es nicht aus Holland ist oder sonst was. Da weiß ich, dass es aus unserer mittelfränkischen Umgebung sind. Und wenn ich nochmal außerhalb der Kerberbratwurst mache, mache ich die von schlachtwarmen Fleisch. Die sause ich, die darf nur rumlaufen. Und eine halbe Stunde später kann ich es einladen. Ist das immer schon dasselbe Rezept gewesen? Ja, ungefähr. Ja. Also machst du es genauso wie der Vater? Ja. Mein größerer Mann hat es auch schon so gemacht. Also,
Das wird nicht verändert. So lang sind die noch schmückend. Und in was legt ihr den ein? Ja, es ist so zusammen machen. Ja. Ich nehme bewusst keinen Rotwein, weil der gibt so einen klassischen Geschmack hinterher, dass ich den Rotwein nicht nehme. Und was ist in dem anderen Topf drin? Das sind die Fahne vom Reh drin. Darf ich mal sehen? Das wird. Das wird so abgeputzt und gibt einen Racken, einen Rehracken. Kirchweihsonntag. In St. Laurentius ist die Kirchweihmesse. Natürlich mit den Kirchweihburschen. Währenddessen sind im Weißen Lamm schon die ersten Gäste da. Und in der Küche rüstet man sich für den nächsten Ansturm. Und, seid ihr fertig? Passt. Und was gibt's alles? Schweinebraten, Sauerbraten, Kalbsbraten, Kalbsnierenbraten, Scheifele, Rehbraten. Tochter Barbara hilft natürlich mit. Du hast noch den Job, wo man einfach so vor sich hin arbeiten kann. Ja, ich bin froh, dass ich da nicht irgendwie angeschrieben werde oder so. Was machst du sonst? Ich studiere Jura. Ja? Ja. Das ist dann doch ganz was anderes. Ja, das stimmt. Und das Wirtshaus, was ist das für die? Hast du keine Ambitionen, das zum Übernehmen? Vielleicht Plan B oder so? Also es war jetzt nicht ganz unmöglich. Nee, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ah, du bist hinten dran mit dieser Salate. Ja, ah, die muss das ist verrückt. Es wird jedes Jahr verrückter. Kommst du sonst auch zum Helfen? Ja, ich wohne zu Hause, pendel immer nach Erlangen. Deswegen, also Sonntag ist quasi Pflicht. Und ja. Ach so, ich helfe ja. Ich darf aufpassen, weil wir fassen es beim Backen auch. Wir backen es nicht mit die Face. 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8. Kirchen zum Mitnehmen. Ja, da, go. So, hier, Karma Pöschli. Aua, aua, aua. Die Kirchweih geht weiter. Ja, bis morgen. Tschüss, danke, Herr Wahl. Wir sind 2 Monate später wiedergekommen. Das Ehepaar Fischhaber macht gerade am Nachmittag eine Pause. Dabei sitzen die beiden wie meist weit auseinander in der Gaststube. Na, das ergibt sich halt so. Da hockt sie dort, hier, der dort. Da hockt man nicht so genau aufeinander drum, das passt schon so. Und jeder hat einen anderen Blickwinkel nach außen. Genau. Dass uns nichts rauskommt. Ach so, und wer sonst immer so nah beieinander seid? Ja, wir sind ja. Wenn wir selber eine Hochzeit haben, habe ich gesagt, wir haben eigentlich schon goldene, weil ja wir Tag und Nacht beieinander sind. Die anderen, die haben ja 8 Stunden Arbeitszeit dazwischen. Oder mit dem Weg 10 Stunden sind die getrennt. Wir sind ja Tag und Nacht beieinander. Wir können sich nicht einmal aus dem Weg gehen, wenn wir streiten wollen, weil wir ja unsere Arbeit miteinander machen wollen. Mhm. Ist ja so. Und Freizeit manchmal. Ja. Immer sind wir nicht einer Meinung. Aber so, außer wie ich ein Geschäft oder wie ich die Kinder suche, hätte man noch kein Wort wechseln können. Ach so? Ja. Nur wegen dem Geschäft oder wegen euch? Nein, wegen uns nicht. Muss ich sagen. Scheiße, dort soll es Streiten geben. Und wie ist so der Umgangston? Rau. Rau, sehr rau. Oft zu rau. Der ist rau. So, wir kommen schon zurecht miteinander.
Und wie war das, dass Sie dann Wirtin geworden sind? Eine gescheite Umstellung. Ich meine, ich bin ja aus der Landwirtschaft, in der Landwirtschaft aufgewachsen. Dann hat man ja schon gekannt, dass man keinen Urlaub hat und 365 Tage Arbeit und naja, von früh bis spät. Das war jetzt keine Umstellung, aber ja. Die Gäste hat man erst gewöhnen müssen. Das Geschmarre, dass man mal was drauf gibt und so. Alles kann man nicht schlucken. Ich bin's gewöhnt. Ich bin ja da geboren, aufgewachsen. Siebte Generation war in dem Wirtshaus. Ich bin's gewöhnt. Mir macht nichts aus. Mir gefällt's auch. Ja? Ja. Also Sie wollten auch Wirt werden? Unbedingt. Unbedingt? Unbedingt. Und Metzger? Ja, wollte ich eigentlich erst nicht. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich mache einen Schreiner oder einen Zimmermann. Ja. Aber so viel Stelle werde ich zusammengehauen, dass ich das rentieren würde. Dann habe ich halt auch einen Metzger gemacht. Und, aber Ihre ganzen Vorfahren und auch Ihre Verwandten sind Wirt? Ja. Mein Urgroßvater, der hat noch 5 Schwestern gehabt und die haben alle in ein Wirtshaus geheiratet. Mit den alten Wirtshäusern waren wir mit an jeden verwandt. Was ist dann das Wichtige, wenn man Wirt ist? Was ist man für die Leute? Ja, mir ist ja Ansprechpartner für die Leute. Ja. In allen Belangen. So, wenn die Leute mal lang hocken, da erzählen sie anderen auch mal, was das was sie vielleicht gar nicht erzählen wollten. Aber sie haben es halt erzählt und man weiß schon viel von den Leuten. Aber die Leute wissen auch alles von uns. Und was ist das Wichtigste, wenn man ein Wirtshaus hat? Ich suche immer das Wichtigste an einem Wirtshaus sind geregelte Öffnungszeiten. Das Schlimmste ist, wenn sie die Leute nicht merken können, wenn er offen hat. Wenn sie sich 2-3 Mal die Nosen an der Tür eingerennt haben, dann sagen sie, er kann uns am Frack steigen. Wenn ich nicht weiß, wenn er offen hat, gehe ich nicht hin. Das Wichtigste sind geregelte Öffnungszeiten. Wir, wenn wir mal außer der Reihe eine Stunde später aufmachen, das ist fast eine Katastrophe. Und dass man Wirtshaus da hält, wie macht man das? Wie macht man das? Da sind wir mal. Das geht ja manchmal auf die Nerven auch, weil wir doch 4 Stunden zusammenbringen. Ne? Wenn es frisch offen hast und nachmittags und nachts bis Schluss ist. Aber gut, wir sind es gewöhnt. Mhm. Es ist ja schön, ja, manchmal. Es ist nicht bloß Arbeit, es ist ja schön, ja, manchmal. Ja. Ja. Wie wird es weitergehen im Wirtshaus? Poh, das wissen wir noch nicht so genau. Und das ist in jedem Wirtshaus der Knackpunkt. Die Nachfolgerfrage. Wer weiß, ob es in 20 Jahren überhaupt das Interesse für ein Wirtshaus noch da ist, von der Kundschaft her. Die meisten brauchen irgendwo ein Speiselokal und dann zack, wieder weg. Aber hier bleiben die Leute noch länger sitzen. Vor allem am Stammtisch. Ja, das ist halt nur ein einheimisches, alteingesessenes Wirtshaus, wo sich halt die Leute nur ein wenig treffen. Woanders trifft sie ja keiner mehr. Und wie ist der Stammtisch entstanden? Wir sind in die Schule auf Baden, weil wir da haben noch kein Bad gehabt hat. Damals in den 60er Jahren, 50er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und im Schulhaus war unten, da hat man duschen können und waren Badewannen. Und da hat man 20 Pfennig gezahlt fürs Duschen. Dann ist man zuerst Nachmittag, Samstag nochmal auf Baden oder auf Duschen gegangen. Und danach sind wir da her und haben sich da ein paar Bier gekauft. So hat es angefangen. So hat es angefangen. Jeden Mittag wird gekocht im Weißen Lamm, aber nur ein Gericht. Normalerweise macht das die Oma. Das war das Mittagessen, ja. Das war ein Geschnetzeltes vom Schwein. Das ist noch einmal der Oma hier posten, aber die hat sich ins Krankenhaus gelegt. Und wie viele Leute kommen da mittags normalerweise? Das ist untaxierbar. Manchmal 15, manchmal 2. Aber das ist ja gerade schwierig. Du sollst jeden Tag was haben und jeden Tag was anderes. Und kann doch was, wie viel das kommen. Wenn das Wetter recht schön ist und es kommen 5 Jakobswanderer, soll es da was haben. Wenn es aber reinkommt, kein Mensch. Und die Paprika sind die für den Salat? Für die Wurst? Für die Paprika Wurst. Aus unserem eigenen Garten. Die muss jetzt noch zerkleinert werden, dann kommt es in die Wurst rein. Machen doch einen Aufschnitt auch heute. Bierschinken, Schinkenwurst. Göttinger, Paprika, Champignon. Also du machst alles? Ja, ja. Wir brauchen ja was zu essen. Das da, das ist Schweinebauch. Bindlassung mir. Die fetteste Wurst, wo es geht, das ist die feine Mietwurst. Aber da ist das Fett klein, zerkleinert.
Da sehen sie die Leute nicht, noch essen sie es auch. Dann glaubst du, dass es morgen ist? Ja. In die besseren Hotel. Da fressen sie erst den Schmalztiegel leer. Wenn der Schweinebraten kommt, dann schneiden sie es weg. 46. Was ist da schon wieder? Was ist da? Albers? Der Acker geht hier rüber vor unserer Stromstation. Und der Sportmann. Der gehört in Drechsler vor Wolgerstorf. In Drechsler vor Wolgerstorf. Bewirtschaftet der denn noch? Was ist das? Bewirtschaften da unten der Steiner verbrinst. Wenn du Richtung Westdorf fährst, ja. Links der letzte Baue. Okay. Vor dem Griechen, der. Vor dem Griechen, genau. Ja, den kenne ich auch schon. Nein, der. Hast du noch vor dem Versuch auf der rechten Seite? Wo der Masten drin ist? Ja. Der Karinburger Maste. Ja, das ist ja praktisch. Er wird da unten der Wolf vor ihn rein. Der Wolf. Bitte. Was tust du jetzt da alles? Nein? Salz, Pfeffer, Piment, Muskatnuss. Und jetzt kommt noch Majoran. Der Majoran, der wird neu gerieben, weil das da wieder Aroma hat. Da werden die Blätter gebrochen. Und da werden die ätherischen Öle frei. Ich riech schon. Ja? Mal hier schmecken, jetzt? Ja, das ist super. Ja, mal hier drauf. Und jetzt noch mal. Da her. Viel intensiver, ne? Ja, das ist toll. Am Abend trifft sich neben Vereinen und Stammtischen der Chor Voices, Wine and Roses, von den Einheimischen kurz die Weinrosen genannt, im Weißen Lamm zum Proben. Am nächsten Tag gibt es Fleischküchle mit selbstgemachtem Blaukraut und Hopskartoffeln. Wie so eine Hopskartoffeln, die werden im Ganzen gemacht. Wie machen die das, wenn sie so früh eingeht, dann können sie es nicht mehr umdrehen? Ja, ja. Die sind doch rund, die fallen nicht raus. Das Wurstmachen ging am Vortag natürlich noch weiter. Mit Paprika aus Röstl. Ja, was ist das jetzt? Das wird Leberkäse und statt Wurst. Da hast du jetzt auch schon Leberkäse. Das ist der feine, der Fleischkäse. Und das ist aber, der Fleischkäse ist nur aus dem? Genau. Aus dem feinen Brett. Genau. So, jetzt brauchen wir nur die Leber und die Zwiebel. Das geht in echten Leberkäse. Bei uns hat es früher bloß in Groben gegeben. Das ist der echte Leiberkäse. Und das ist, wie heißt das? Das ist die rote Stadtwurst. Die werden jetzt dann noch gereichert und dann werden sie noch gekocht. Die rote Stadtwurst, weil es gereichert ist. Da hinter der Tier ist die Reicherung. Und ihr habt früher auch Landwirtschaft gehabt? Ja, früher hat jeder im Dorf Landwirtschaft gehabt, bis die Eisenbahn gekommen ist. Die Eisenbahner waren die ersten, die keine Landwirtschaft gehabt haben. Und dann haben die Leute pendeln können zum Arbeiten dann. Genau, darum arbeiten auch viel, sehr viel Röstler in Nürnberg. Dann kommen wir die Seespinne rein. So.
Und bis morgen. Wir laufen jetzt drin bis morgen früh und dann kochen wir. Am Abend ist der Elternbeirat im Wirtshaus und der Gemeinderat, zu dem Hans-Günther Fischhaber auch gehört. Und sitzt jetzt nicht dazu? Nein, nie. Ich hocke mich nie ins Wirtshaus, nur ganz spät. Weil wenn ich hocke, habe ich keinen Überblick. Ich muss da laufen und schauen, wer leer hat. Sonst sehe ich es ja nicht. Es hilft mir nichts, wenn da der Wirt hockt und da hinten sind fünf Gläser leer. Ach so, das geht nicht. Also, Sie sitzen nicht zum Gemeinderat. Ja, bin ich der Wert. Wenn ich daheim bin, bin ich der Wert. Der Gemeinderat bin ich im Rathaus. Also, wenn er sich dazu sitzt, dann ist es meistens ein wenig später. Ja. Dann ist es spät und es wird später, wenn er sich dazu sitzt. Könnte auch später werden. Gerüchte. Also, das ist eins von den ersten kolorierten Postkarten von Rostal. Da ist das ganze Fachwerk noch verputzt. Das ist auf alle Fälle von 1926, das Bild. So, und da ist dann ja, da ist schon Freiglicht. Und da brauchen wir auch noch einen Teich? Ja, den haben sie eingefüllt, wie die Wasserleitung gekommen ist. Weil da haben wir dann dauernd Hydranten gekriegt, weil das war der Feuerlöschweiher. Statt den Weiher steht auch der Hydrant. Jetzt habt ihr einen Parkplatz und keinen Teich mehr. Ja, er kehrt eigentlich um da vom Marktplatz auf Parkplatz, weil er ist nichts anderes mehr. Und ist trotzdem nicht so klar. Das war ein Gasthaus, das ist 79 wegbrennt. Ach so, und das? Das war der Kaufmann Haas, da war ich der Krämersladen und die Sparkassenfiliale drin. Und dann? Da haben sie es dann weggerissen. Es waren drei Häuser, die weggekommen sind. Ja, aber es war schön, hä? War schön, ja. Ja, wenn wir heute noch hätten, wäre besser wie Rotenburg, unser Marktplatz. Auf dem Bergsporn, wo sich heute der obere Markt befindet, entstand im 8. Jahrhundert eine Burg. Unter Karl dem Großen erbaut, soll sie den Karlsgraben, die Wasserstraße zwischen Main und Altmühl, gesichert haben. Der Friedhof um die Kirche geht bis ins 12. Jahrhundert zurück und bildet seitdem das Zentrum, um das die späteren Höfe gebaut wurden. Das ist doch schön. Bei uns gehen alle Schulkinder gehen durch den Friedhof. Die von klar auf sind die da schon mit befasst. Das ist ja ein öffentlicher Weg da durch. Genau. Und die Hälfte unserer Stammkundschaft liegt da. Erst vor dem Haus und dann hinter dem Haus. Und, aber ihr habt. Ja klar, für euch ist das nicht komisch. No. Also ihr seid damit aufgewachsen. Ja, aber wir haben schon übernachtet, weil da gehen zwei Fremdenzimmer raus. Nicht das Zimmer zum Friedhof, bitte. Ach so, das ja, ja, schon. Ja, ja. Hallo. Ja, ist schon ein bisschen ungewöhnlich dann, gell? Ja, das also ist für die anderen. Ja, für die anderen. Für uns ist es nicht ungewöhnlich. Also für euch, ihr merkt das so. Das ist so ein. Ja, das ist ein Treffpunkt. Im ganzen Sommer kommt ja jeder zum Gießen. Da kannst du mit manchen Leuten jeden durchsprechen. Also da trifft es. Ja, genau. Als wenn es nicht im Wirtshaus durch. Genau, da trifft man meistens die Frauen. Ja, da sind meine Vorfahren. Da haben wir den Ältesten. Der steht auch schon drauf. Und wann ist das? 1840. Genau, und Sie kommen quasi bei den Vorfahren auch jeden Tag vorbei. So. Jeden Tag. Da links drin die ganzen Genossen Fischhabe. Ist das ein angenehmes Gefühl? Oder? Für mich ja. Ja? Das ist Heimat. Genau, ich weiß genau, da kommen wir mal rein. Vielleicht kommen die nächsten bei mir auch jeden Tag vorbei. Ich habe normal meinen Platz da oben. Und wenn ich den nicht kriege, gefällt mir die ganze Kirche schon nicht. Bin ich mal am zweiten Weihnachtsfeier durch in die Kirche gegangen, war die ganze Empore frei. Nur auf meinem Platz, wo einer guckt, am liebsten wäre ich wieder umdreht und wäre wieder haben. Ich wohne auch früher verkäuflich. Mein Urgroßvater, der war Kirchenpfleger, der hat die Sitzplätze alljährlich verkauft. Die mussten sich die Leute kaufen, ja. Die, die da drunter gesessen sind, unter der ersten Empore, die durften während der Kirche Branntwein genießen. Darum ist das ein sogenannte Branntweinstübchen. Echt? Ja. Und warum durften die das? Ja, weil die von ziemlich weit her gelaufen sind und dann hat sie es im Winter halt oft gefroren. Geheizt war sie ja auch nicht. Und da haben die da dazwischen immer mal einen Nibberler gemacht. Ach so? Ja. Und sowas zum Beispiel?
Das war der Honneberstuhl, da war der Müller von der Kanmüller gesessen. Aha. Und der hat natürlich mehr gekostet. Die waren natürlich schon teurer, weil da haben wir nicht reinschauen können von außen. Wenn die geschlafen haben, das hat man nicht gesehen. Ja, das ist aber eine große Kirche, gell? Eine große Kirche. Und auf das sind wir auch besonders stolz. Und warum ist sie so groß? Na, weil das eine ganz riesige evangelische Kirchengemeinde war. Da sind ja etliche Ortsteile weggefallen, die auch zur Röschel gehört haben. Aber früher war die riesig. Aber es war auch irgendwie bedeutend. Ja, die Hohenzollern, Irmingard, die war ja die Stifterin von der Kirche. Und die Hohenzollern waren ja doch ein großes Geschlecht. Magst du uns die Krypta noch zeigen? Ja, freilich. Das ist ein ältestes Bauwerk in ganz Mittelfranken. Die Vorfahren der Familie Fischhaber mussten im 17. Jahrhundert wegen ihres evangelischen Glaubens Österreich verlassen und kamen nach Franken. Und wie alt ist die? Älter wie 1000 Jahre. Für was wird das noch genutzt? Ja, gibt oft Konzerte und kleine Gebetsstunden. Ist ja feierlich. Auch der Gemeinderat wird vor seiner ersten Vereidigung beginnt mit Gottesdienst in der Krypta. Nach jedem Lied aufhören. Ich weiß nicht, warum das es nicht macht. Jetzt ist es gar nicht, steht das Gewicht am Boden ab. Da sind 10 Lieder drauf auf der Walzen. Und ich spiele noch mal alle Stunden, wenn man es aufdreht. Ach so, also, das magst du. Das ist selten. Das ist welche der Abnutzung. Ja, und wie alt ist die? Nächstes Jahr, wenn es 200 Jahre. Und wo hat sie her? Ich habe meinen Urgroßvater aus dem Schwarzwald gekauft. Und das Gehäuse hat der Röschler Schrein herumgemacht, weil die Füllungen und die Verzierungen sich bei uns an Schränken viel. Und wir können es gar nicht raus, weil wenn wir es raus, dann fällt die Decke runter, der hält ja die Decke. Und wurde Ihnen die schon mal jemand abkaufen? Ja, das Deutsche Museum hat schon mal 1960 13.000 Mark geboten, das war damals auch ein Geld. Ja. Und ich habe es nicht hergegeben? Ich habe es nicht hergegeben. Kann er zu uns jetzt ins Deutsche Museum, oder nicht? Ja, freilich. Welches ist Ihr Großvater? Der doch. Und das ist mein Urgroßvater. Und warum haben die damals einen Gesangsverein gegründet? War halt Zeiterscheinung. Ja? Auf jeden Fall waren als Singer wichtiger als Feuerlöschen. Weil die Feuerwehr ist erst 7 Jahre später gegründet worden. Singer war wichtiger wie Feuerlöschen. Das ist eine gemischte Chor. Die einen können singen, die anderen nicht. So ist aber überall. Dabei sein ist alles. Hast du drei Fragen? Vor der Singstunde an diesem Donnerstagabend üben die Männer vom Gesangsverein ein Ständchen. Wohin des Waldes Lüfte wehen, in 100-jährigen Bäumen, da muss auf eine Schenke stehen, zum Zecken und zum Träumen. Eingestimmt brechen alle zum Jubilar auf. Inzwischen bespricht sich Margit mit den Töchtern, wer wann Zeit hat, im Wirtshaus zu arbeiten. Also ich kann morgen erst ab 17:30 Uhr. Bist in der Schule. Und wie war's? Der Jubilar war geredet und mir. Im Chor dabei sind auch Kai Fröschel und Oliver Wick. Wie ist es mit dem Gesangsverein? Warum seid ihr da dazugegangen? Ja, bei mir hat es zum Beispiel ein Erlebnis gegeben. Das war ein Freund.
der geheiratet in der Kirche. Und da war ich anwesend, ich war eingeladen, ich war Gast. Und damals hat der Gesangverein gesungen, oben von der Orgel runter. Und wenn man das einmal gehört hat, als junger Mensch, ne, wie das klingt, das einmal. Und da habe ich gewusst, von dem Zeitpunkt, ich habe nicht gewusst, wann ich dazu gehe zu dem Verein. Ne? Ich bin auch ziemlich spät dazu gegangen, weil nach den Jugend, ja, man will nur was erleben. Aber da habe ich gewusst, irgendwann gehe ich zu dem Verein einmal dazu. Und du? Ja, ich saß sowieso immer donnerstags da, nach dem Handballtraining. Waren wir, ja, um 10:30 sind wir gekommen und jeden Donnerstag. Und die Sänger haben immer gesagt, ja, wann kommst du denn zum Singen, wann kommst du endlich? Ja, und irgendwann war es dann soweit. Also, ich wurde gezwungen quasi. Nee, aber nee. Und spielst du jetzt noch Handball auch? Ich spiele noch Handball, aber habe das Training aufgehört. Wir spielen nur noch und kommen donnerstags lieber zum Singen. Also, ja, Singen ist super, also es macht Spaß. Bin gern dabei. Wir kommen nicht nur zum Singen, wir kommen auch her der Gesellschaft. Ja, hauptsächlich. Weil es einfach ein schönes Wirtshaus ist und ja, einfach einmalig da. Das ist einfach, ja, ein Stück Heimat auch. Ja, mein Opa war auch schon da, mein Uropa war schon da, mein Ururopa war auch schon hier beim Singen. Und der Hans Günther, der war früh von früher, oder? Man kann da viel über seine eigene Familie erfahren, ja. Also, er weiß alles. Also, über Generationen hinweg. Er erfährt hier viel Röschle-Geschichten. Ja. Zwischendurch schaut Hans Günther nach dem Lammbraten für den nächsten Tag. Schauen wir mal, was das tut, was der Bitz macht. Oh, der Bitz ist bitte wach. Dann nehmen wir raus. Und jetzt hast du aber noch was anderes gemacht? Das ist ein Schweinebraten, die kriegen einen Schweinebraten auf, die, die kein Lamm nicht wollen. Und was ist das für dich, das Singen? Der Singer? Ja. Für mich ist das Entspannung pur. Vor allem, da kann ich mich auch mal hinhocken. Schon, da war ich so klein. Das ist schon schön. Ja, man kennt einfach alle. Genau, man kennt alle. Mich kennen auch alle. Ja. Und ob ich das mal weitermache, das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich das auch nur donnerstags bis sonntags auf. Oder es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Man kann das ja, ja für Hochzeiten zum Beispiel auch nur mal schauen. Und wer kocht dann? Das ist eine gute Frage, das weiß ich noch nicht. Auf dein Wohl, Bruder, hey, Bruder, ho! Hey, 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 Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land, ho, 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 hey! Und wie lange war es gestern noch? Ja, voll über zwei. Echt? Das ist aber normal für die Singstern. Schon, oder? Ja. Das sind ein lauter junge Kerl. Oder viele junge Kerl zusammengesucht. Die Eltern gehen auch dafür. Ich hab keinen Besprechungsbedarf zur Singstunde gehabt. Ja, haben wir immer Besprechungsbedarf. Oder wieder irgendwas so, sonst ist da nichts. Wenn der Grobe verriss, ist der Feine auch verriss. Einmal im Monat an einem Freitag gibt es Leberkäse, den richtigen und den Fleischkäse. 3 Stunden waren sie im Ofen. Das ist die Soße. Der Grobe gibt eine Soße, der Feine gibt keine. Ah. Warum habt ihr jetzt da noch den extra Raum? Das ist unser Laden. Da verkaufen wir die Waschstelle, wo die Leute mit haben nicht mehr wollen. Und da ist die Klingel dafür? Jawohl. Dass die, die bloß was vom Laden brauchen, nicht ins Wirtshaus reinschauen. Weil sonst die alle ins Wirtshaus reinschauen und schaden, wer da drin hockt, drum, wenn die da außen schellen. Die hängt schon 150 Jahre in den Laden. In den Hausgang.
man muss nicht auf jeden Zeitgeist aufspringen. Springen wir auf jeden Zeitgeist auf, es gebe dir überhaupt nichts zu anschauen, weil es wäre alles weggerissen. So, Reinhard. Dann macht's 12, bitte. Jawohl. Ich danke auch. Und ist das jetzt verworren? Oder? Nein. Ich will die Mutter was mitbringen. Also, ade mit. Herr Reinhard, danke dir. Servus, ade. So wird er immer weniger. Mal schauen, was der da treibt. Der darf jetzt aber geschicken. Die anderen haben ja Zeit, dass du zum Teil mehr über ihre Großmütter oder ihre Familie weißt als sie selber. Das stimmt. Mein Großvater, der war Jahrgang 94. Und ich bin die, bis mein Großvater gestorben ist, da war ich 13 Jahre. Von meinem ersten Schultag habe ich bei meinen Großeltern gegessen. Und er hat mir nur die alte Worte erzählt. Den hätte ich noch ein paar Jahre gebraucht, der hätte mir die letzte Lumperei gar gesagt. Einmal Fleischkäse. An Holberten. Herr Meier, was machst du? Bloß ein Leberkäse mit Kartoffelsalat und einer Soße. An Fleischkäse, ne? Ja, Vater ist schon da. Der Vater war schon da. Das weißt du, wenn es ums Essen geht, da kommt er nicht als Letztes. Normal gibt es mit einem Gaggeler, weil der Röstler unterscheidet auch grammatikalisch sehr deutlich zwischen der Einzahl und zwischen der Mehrzahl. Eins ist ein Gaggeler und zwei sind Gaggeli. Der Nürnberger macht das nicht. Und wir gehen heute noch weiter? Ja, zum Sima kommen noch die Körperbohm, wo den Pizzen essen. Mit, wie viel sind das? 45 Mann? Nein, nicht. Dann werden die anderen schon auch noch kommen. Welche anderen? Wer kommt dann noch alles? Halt. Papa, Zung, Mischen, Raum noch. Die Altersdonner werden noch kommen und die Judo-Kämpfe. Ja, da riecht sich ja noch was. Das Personal hat Hunger, ne? Genau. Wie immer, ne? Wie immer. Einen guten Geld. Das macht keinen. Einen echten hätte ich gern. Komm. Ja.